Herzlich willkommen zu diesem besonderen Richtfest. Es mag ja noch viele Hochschulen für Musik und Theater geben auf der Welt, aber ich glaube, als ich hier gerade so hergekommen bin, es gibt keine, die an so einem großartigen Ort sich befindet. Mit diesem Blick auf den Kern Hamburgs, auf die Außenalster, dem historischen Buttke-Palais im Hintergrund und einer Tradition, die darin besteht, dass hier, glaube ich, einer der ersten Studiengänge für die Jazz-Ausbildung gegründet wurde, 1985. Also diese Hochschule hat wie unsere Stadt eine besondere Beziehung zur Jazzmusik. Vom ersten Tag im Grunde genommen fiebern wir diesem Moment entgegen. Das verdanken wir vielen, vielen Menschen, die hier sind. Und ich kann nur sagen, es ist ein großes Glück und etwas ganz Besonderes, in dieser Stadt zu leben, in der so etwas möglich ist. Bei der Eröffnung werden Sie sehen, dass das alles begrünt sein wird. Gucken Sie sich dieses Tonnendach an, das ist Bauwerkskunst, das ist klasse. Gucken Sie sich die Leimbinde an, diese Dichte, auf denen das heute gelagert wird und aushärtet. Das ist ganz große Kunst. Und den Geist der Jazzkeller, der Jazzkatakomben auch mit hineinzubringen. Dieses Konzerthaus hat eine Alleinstellung in der Bundesrepublik, vielleicht sogar in Europa. Das ist einmal, dass die Hochschule sich präsentieren kann über diese Bühne, aber auch, dass die Hochschule jetzt die freie Szene integrieren kann. Das ist eine Tendenz, die wir international erleben, aber in Deutschland eben noch nicht. Hier einen Ort zu schaffen, in dem Jazzmusik vermittelt wird, in dem junge Künstler, aber auch erfahrene Profis einen Ort finden, in dem sie Jazzmusik betreiben können, so wie Herr Keschek es gerade gesagt hat, Musik, die für Neugier, Offenheit und Improvisation steht. Und dann, wenn ich mir vorstelle, dass wir hier den Jazz aus diesem Maulwurfshügel heraus hören werden, nach draußen bringen, dann haben sicherlich nicht nur die Gäste, die im Amphitheater sitzen, was davon, sondern auch die vielen Menschen, die hier täglich die Alster passieren und da was hören können. Das ist also großartig. Hoch sollen sie leben. Sie leben hoch, hoch, hoch.